29 Stunden, das ist eine Zahl. Diese Zahl birgt Tränen, Schreien, Gewalt, Freiheitsberaubung. Durchschnittlich 29 Stunden werden Menschen in der Frauenforensik Taufkirchen fixiert. Eine Fixierung bedeutet hier, dass alle Gliedmaßen mit Gurten ans Bett befestigt werden. Die einen nennen das freiheitsentziehende Maßnahme bei massiver Eigen- oder Fremdgefährdung. Die anderen unkontrollierte Willkür im rechtsfreien Raum. Die einen nennen es Unterbringung, die anderen Wegsperren. Von November 2011 bis Juni 2014 wurde 337 Mal fixiert, im Durchschnitt 29 Stunden. Eva Achinger, Autorin beim Bayerischen Rundfunk, hat hinter den Mauern geschlossener Anstalten recherchiert und düstere Zustände protokolliert. Eine Terra Incognita, Überlastung, mangelnde Kontrolle, Sprachlosigkeit und Menschenverachtung sich verdichten und aus Patienten Opfer machen. Patienten müssen um ihre Rechte kämpfen, denn Fixierung, Sedierung und andere Zwangsmaßnahmen ersetzen Therapie. Achinger gelingt es, ein Vertrauensverhältnis zu den Betroffenen aufzubauen und ihre grauenvollen Erlebnisse zu protokollieren. Ohne Sensationalismus, ohne Klischees, ohne Effekthascherei, ohne Musikteppich. Eine Puristin des Radios. Und dennoch wird die Anstalt erlebbar. Wie es wohl riecht, wenn ein Mensch tagelang keinen Hofspaziergang machen, sich nicht waschen darf. Achinger führt uns ohne Umschweife in die unbekannte Wirklichkeit der Maßnahme, der Isolierung, des Eigenschutzes. Kalte Begriffe für die Verletzung von Grundrechten. Gesetze fehlen, Kontrolle fehlen. Die Leitlinien, die sich die Kliniken geben, sind einfach nur nice to have, aber sie schützen nicht. Und wenn in 20 Jahren etwa 8-mal bei Besuchen nach dem Rechten gesehen wird, in 20 Jahren 8-mal, was soll dies verängstigten, verwirrten Patientinnen groß nützen? Mit klarer Sprache, mit klarer Haltung spricht Achinger die Missstände an. Der Radiobeitrag hat anschließend zu Diskussionen im Landtag geführt, wie weit Grundrechte im Strafvollzug massiv verletzt werden. Und das ist Journalismus mit Wirkung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Frau Achinger, nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, einmal hinter diese sehr geschlossenen Mauern der forensischen Anstalten zu blicken? Hat der Fall Gustl-Mollert da auch eine Rolle gespielt? Ja, der Fall Gustl-Mollert hat eine Rolle gespielt, weil natürlich in dieser Zeit wir uns, oder ich mich zumindest, gefragt habe, gibt es noch andere Mollerts da draußen? Was passiert da eigentlich? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich davor mit dem Thema Forensik nicht wirklich auseinandergesetzt. Das war für mich ein gesellschaftliches Gebiet, ja, terra incognita, wie es so schön gesagt wurde. Ja. Sie haben dann vor allem in der Frauenforensik in Taufkirchen recherchiert und es war ja offenbar erstmal schwer, überhaupt mit den Patientinnen in Kontakt zu kommen. Sie haben das trotzdem geschafft. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ja, also da gab es mehrere Hürden. Zum einen, also das Problem ist natürlich, die Patientinnen sind ja so untergebracht wie Insassen im Gefängnis. Also die haben stufenweise Ausgang, aber diejenigen, zu denen ich jetzt Kontakt hatte, die hatten gar keinen. Das heißt, ich habe mich sozusagen von außen nach innen vorgearbeitet. Ich habe versucht, ein Vertrauensverhältnis zu Betreuerinnen aufzubauen, zu Anwälten, zu Seelsorgern, die mal in der Institution gearbeitet haben. Und so habe ich mich dann sozusagen von außen nach innen vorgerobbt. Dann habe ich zum einen versucht, telefonisch Kontakt mit den Insassinnen aufzunehmen. Da habe ich dann immer wieder erlebt, dass die Leitung einfach gekappt wurde, weil die Gesprächszeit zu Ende war. Oder dass es so laut war, es gibt nur ein Telefon für alle Patientinnen auf einer Station im Flur. Das heißt, die haben natürlich auch meistens Angst, hört jetzt ein Betreuer zu, muss ich mit Sanktionen rechnen, wenn ich jetzt hier auspacke. Also das war nicht so einfach und das hat dann sozusagen die Zeit gebracht. Ich habe einfach sehr viele Telefonate geführt und versucht, Informationsaustausch mit eben Betreuern von außen dann. Ja, das sind sehr erschütternde Einblicke, die man schon aus diesen kurzen Einblicken hier gewinnen konnte, vor allem wenn es um diese Fixierung geht, also sehr menschenunwürdige Bedingungen. Eine Patientin nennt die Anstalt einen rechtsfreien Raum. Was war denn Ihr Eindruck, als Sie mit denen gesprochen haben? Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich natürlich in meiner Rolle als Journalistin mich auch gefragt habe, bei den ersten Informationen, die ich bekommen habe, ich habe auch viele Tagesprotokolle und Tagebucheinträge dann erhalten. Ich musste mich natürlich fragen, sind das alles wahnhaft oder krankheitsbedingte Äußerungen, Beschwerden oder ist es wirklich so schlimm? Aber als ich dann von so vielen Patientinnen gehört habe und dass sich alles über Anwälte, Betreuer und so weiter summiert hat, war ich dann schon auch sehr geschockt. Also ich hätte damit nie gerechnet, dass es überhaupt keine Kontrollinstanzen gibt, die wirklich engmaschig sind. Also die Besucherkommission sagte dann auch, ja Mai, aus Personalmangel konnten wir dann halt mal nicht vorbeischauen. Dann war es halt 2 Jahre später wieder so. Also, ja. Woran liegt es, dass da praktisch gar keine Kontrolle stattfindet? Was war da Ihre Antwort? Puh, schwierige Frage. Ich nehme an, dass es Menschen sind, die keine Lobby haben, für die sich kaum jemand interessiert. Teilweise sehr kranke Menschen, natürlich auch Straftäter, haben oft auch keine Familie mehr, keinen Kontakt nach außen. Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Gruppe, für die sich niemand wirklich interessiert. Aber Ihre Arbeit, die ist ja auch nicht ohne Folgen geblieben. Wir haben es gerade schon in der Laudatio gehört. Das war dann Thema im Bayerischen Landtag. Was ist seitdem passiert? Also es war Thema, die Opposition hat das Thema dann relativ schnell in den Landtag und in die Ausschüsse gebracht und das hat dann auch wieder Druck auf das Sozialministerium gegeben, das schon einen Entwurf für ein Maßregelvollzugsgesetz in der Schublade hatte, der aber dann da so ein bisschen vor sich hingegammelt ist und auch natürlich dem Bedarf nachholen soll, dass es für Fixierungen, für Zwangsmaßnahmen überhaupt keine Regeln gibt. Also die Kliniken machen das selber, die geben sich ihre Leitlinien selber, wie schon gesagt wurde. Und jetzt ist das Sozialministerium im Prinzip im Zugzwang. Gerade gibt es Anhörungen mit Verbänden und Ende des Jahres soll das Gesetz dann kommen. Na, das wäre auch ein Verdienst von Ihnen, ein bisschen. Vielen Dank, Eva Achinger. Danke. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Thank you.